Ich habe klare Fragen formuliert. Ich habe diese Fragen sehr genau auch juristisch prüfen lassen, im Hinblick darauf, inwieweit hier meine Kontrollkompetenz besteht. Ich bin der Auffassung, diese Kontrollkompetenz ist gegeben, zum Beispiel, wenn es um die Funktionsweise von X-Key-Score geht oder auch darum, dass Daten, die außerhalb von G10-Maßnahmen erhoben worden sind, an ausländische Nachrichtendienste weitergegeben worden sind. Auch die allgemeinen Strukturen, wie diese Daten aufbereitet werden, fallen ja nicht in den Kompetenzbereich der G10-Kommission, sondern das ist genuine Zuständigkeit des Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Da ich trotz wiederholter Mahnung diese Antworten nicht bekommen habe, habe ich diese Nichtbeantwortung als Verstoß gegen die Kooperationspflicht mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten gegenüber dem Bundesministerium des Innern formell beanstandet. Ich habe keine Möglichkeit, das Bundesinnenministerium zur Einhaltung des BDSG und der entsprechenden Auskunftsverpflichtung mir gegenüber zu zwingen. Aber jetzt erwarte ich eine Antwort des Bundesinnenministers auf diese formelle Beanstandung. Ich bin, und da kann ich mich dem bayerischen Ministerpräsidenten anschließen, der Auffassung, dass hier noch sehr großer Aufklärungsbedarf besteht, dass wir allenfalls zu Beginn der Aufklärungsarbeit stehen und dass diese Aufklärungsarbeiten sehr dringend sind, weil auch Daten deutscher Bürgerinnen und Bürger, deutscher Nutzerinnen und Nutzer des Internets und von anderen Telekommunikationsdiensten von den Überwachungsmaßnahmen betroffen sind. Mich beruhigt überhaupt nicht, wenn gesagt wird, es fände auf deutschem Boden keine flächendeckende Überwachung und Ausspähung durch ausländische Nachrichtendienste statt. Was ist mit der nicht flächendeckenden Ausspähung? Was ist mit der Ausspähung der deutschen Kommunikationsteilnehmer, soweit deren Daten nicht auf deutschem Boden abgefangen werden? Dazu ist keine Entwarnung gegeben worden, und das beunruhigt mich. Natürlich gilt das Grundgesetz in Deutschland, und es betrifft aber nicht nur Deutsche, es betrifft auch nicht nur die deutsche Kommunikation. Und wenn eine deutsche Behörde tätig ist, außerhalb des deutschen Territoriums, dann ist sie auch an Grundrechte gebunden, dann ist sie auch verpflichtet, sich an entsprechende deutsche Gesetze zu halten. Auch das Fernmeldegeheimnis endet nicht an der deutschen Grenze, wenn ein Internetpäckchen über einen Server in den USA geroutet wird. Natürlich unterliegt das dem Fernmeldegeheimnis. Es mag sein, dass es schwierig ist, das durchzusetzen. Aber wenn jetzt dort außerhalb der deutschen Gesetze auf dieses Datenpaket zugegriffen wird, dann ist das ein Bruch des deutschen Fernmeldegeheimnisses. Und insofern kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn hier teilweise gesagt wird, die Grundrechte der deutschen Bürgerinnen und Bürger seien nicht betroffen.